Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin endlich bei Marc Gebauer, ich freue mich so. Ja. Und es ist der letzte Tag, an dem wir hätten drehen können. Genau, weil wir ziehen um. Ja, also gucken wir uns die Bude an und dann bist du wieder weg. Ja, genau. Und ich finde das Tolle, wir stellen uns mal nebeneinander und ihr könnt jetzt raten, wer von uns ist gelernter Herrenausstatter für Maßbekleidung? Ich habe heute extra keine Krawatte angezogen, ich wollte ein bisschen lockerer sein. Ja, aber das sieht sehr gut aus. Ja, alles. Die Tasche hier, naja. Nein, das soll so sein. Ja, aber dieser Umstieg hier. Guck mal hier, ist alles von Hand gemacht. Siehst du, darum ist das so nicht regulär, das ist alles von Hand gemacht. Das sieht so ein bisschen unperfekt aus. Ja, aber das soll es wahrscheinlich auch, aber du siehst immer so adrett aus. Dankeschön. Ich könnte den auch ändern und so, aber nicht umnehmen. Ich habe immer nur vermessen und genäht haben wahrscheinlich die Kinder. In okay. Ich war ja mal vor einem Jahr oder so hier. Genau. Und hast du denn damals am Telefon, ja, komm mal ins Tor gefahren und ich wusste nicht, dass es wirklich ein Tor ist, wie eine Ritterburg. Und dann fand ich so geil hier und deswegen dachte ich, ich will es mir nochmal anschauen. Ja. Du hast es zwar schon mehrfach gezeigt, aber noch nie durch meine Augen. Genau, wir schauen mal, genau, wie wir jetzt noch so leben, ne? Ja, noch. Ja. Bist du traurig, dass es weggeht? Ja, ein bisschen schon. Ich mache mir auch ein bisschen Gedanken. Warum? Ja, darum, das ist schon ein heftiger Schritt und ich drüben kennt mich halt noch keiner, weißt du? Ja, aber die da drüben kennen Jeremy Fragrance, dann wird es für dich aber kommen. Alle sagen das so, aber ja? Man weiß es nicht. Wo kriegt man sowas her? Wartet man, dass irgendein Laden pleite geht oder schickt man Leute nachts los mit Kreuzschlitz? Also wir werden drin noch andere Sachen sehen. Ja? Sowas kann man nur tendenziell aus Italien kaufen, weil irgendein Konzessionär das dann verkauft. Es ist auch richtig teuer, so ein Kram. Was kostet das? Sowas liegt, so Ladendekoration in dieser Riege liegt immer so um die 20.000 Euro. Und steht bei dir draußen vom Haus? Das ist ja draußen, das ist für draußen gemacht. Ja, aber trotzdem. Das ist für draußen gemacht. Alleine die Tür. So, dann kommen wir mal rein. Jetzt bei der Roomtour. Ist denn schon gepackt? Nee, also das sind noch die Kartons, die müssen wir noch machen. Also wir nehmen ja nichts mit, drüben ist schon alles fertig eingerichtet. Ah, okay. Das heißt, wir haben eigentlich nur Sperrgepäck und da kommen hier die Anzüge rein. Zeige ich dir auch oben die Auswahl. Okay, ich habe noch nie einen Rolex-Baseballschläger gesehen. Ja. Wir hatten einen Meinungsvertreter, nenne ich das. Ja, okay. Haben wir auch im Kiosk. Hat sogar einmal schon sehr gut geholfen. Nein, musst du den mal einsetzen. Ja, okay. Nein. Nein, offiziell nein. Hier ist die Küche. Marc, du kannst mal zu uns kommen. Der Marc ist derjenige, ist unser Koch. Der macht die ganze Verpflegung, komm ruhig zwischen uns. Nein! Du, Marc zieht bald weg. Ich wollte immer einen Koch in Berlin haben, dass ich nicht so eine Plauze habe. Aber Diät, ne? Ja, ja, willst du umziehen? Ich kann hier auch eine Einraumwohnung bei mir klären. Ich glaube, das muss ich erstmal klären. Ja, okay. Er verpflegt hier die Leute gut, ne? Er ist selber auch Fitnesstrainer. Wir achten darauf, dass es jetzt nicht zu fettig wird, obwohl er da eine krasse Gegenbewegung aus dem Lager hat. Ja, ja. Das wird schwierig. Und du hast wirklich jemanden, der morgens Frühstück für dich macht, Mittag Abendbrot? Also abends esse ich nicht. Warum nicht? Besser nicht. Okay. Intervallfasten quasi, dass wir eine bestimmte Zeit und wieder essen. Wir essen nur morgens und ich habe eine McDonald's Goldcard. Wollte ich einfach nur mal sagen. Ich würde mal einmal frech hier rein, aber es gibt Cola. Ich würde eher Pepsi nehmen, aber naja. Ja. Oh, Proteinjoghurt. Isst du Fleisch, Marc? Ja, klar. Ja? Okay. Ja, wir essen nicht so viel Fleisch eigentlich, oder? Nee, zweimal die Woche. Okay. Ja. Sehr schöne Küche. Gehen wir mal hier ist eine Toilette. Hier ist eine Toilette, genau. Kannst du mal reinschauen. Auch sehr schick. Ja, das ist das Wichtigste. Parfüme für die Herander. Heilige Hallen. Genau, hier ist so unser Wohnzimmer, Durchgangsbereich. Und hier, ja, hier haben wir den Boden verändert. Und ja, damals, als ich das erste Mal reingekommen bin, das war schon heftig. Wirklich, da habe ich mich auch so in das Haus verliebt. Ja, ich verstehe es. Jetzt muss ich mal einmal ganz, das Haus hat wie viele Quadratmeter? Wie viele Quadratmeter ist das Haus? Wie viele Quadratmeter? Ich meine, hier sind 450 und drüben haben wir nochmal 200 noch was. Und es haben nur du, Frau, hier am Anfang gewohnt? Ja, nein, die Firma ist immer schon hier gewesen, okay. Auch, ne, seit Stunde null eigentlich. Das macht aber auch Spaß beim Finanzamt zu erklären, was privat ist und was... Also es ist eigentlich relativ simpel, wirklich? Dafür gibt es eine Regel und zwar alle Räume, die abschließbar sind, sind dem Unternehmen zuzuordnen. Also alle? Und alle, der Durchgangsbereich, ja. Das ist gemischt, genutzbar. Okay. Und wir hatten auch schon eine Prüfung und das Einzige, was ausgesetzt oder was wo es halt ein Problem oder wo wir einen Fehler gemacht haben, war bei der Couch. Weil die Couch hatten wir abgesetzt und das darf nicht komplett abgesetzt werden, nur zu
25% oder so. Also da kommt jemand hin und sagt so, Marc, da sitzen 75% deine privaten Freunde und 25% nur Kunden? Also das war das Argument, dass man es halt privat nutzen kann. Und darum darf man nur 25% absetzen. Okay. Ja, aber ich meine, ist in Ordnung. Wir hatten hier eine Begehung, die haben sich quasi alles angeschaut und sonst war alles fein, außer halt, wir haben, ja. Läuft sonst mal jemand vom Finanzamt hier lang und sagt auch so, oh, geil, oder sind die Wir hatten eine sehr nette Dame, die war auch echt aufgeschlossen. Das war, ich muss sagen, da wir hier halt auf dem Land leben, ja, ist der Club relativ klein und wir geben auch Gas hier und unterstützen auch die Gemeinde eigentlich. Ja, Gewerbesteuer. Die sind froh, dass du da bist. Naja, auch, aber wir haben jetzt beispielsweise auch mal was Lokales, wir machen mit Dr. Scheinfeld, aber wir haben beispielsweise ein Kloster, da haben wir jetzt das Dach neu gemacht und so. Und dadurch versuchen wir auch halt in der Gemeinschaft, das schon ein bisschen schwieriger, weil halt so ein kleines Dorf, die sind ja schon eigen, wenn jemand von außen kommt. Wir versuchen, denen auch eine angenehme Zeit zu machen. Okay. Wann warst du das letzte Mal hier und hast du gesagt, Schatz oder Schwesterherz, ja, ich habe Langeweile? Nee, eigentlich gar nicht. Ich konsumiere auch relativ viel TikTok. Darum habe ich keinen. Das ist wirklich eine Krankheit. Also wenn du da mein Handy in die Zukunftszahlen schaust, das ist geisteskrank. Bist du auf TikTok? Ich dachte eher so Instagram. Nein, guck mal, TikTok. Ich sagte, auf Instagram poste ich sehr viel, ja? Aber TikTok, ich bin, egal was du mich fragst, ich weiß alle News. Alles, aus der ganzen Welt. Weil ich am Tag 1000 Stories gucke. Ja, ich bin auch so. Kennst du Street Beefs? Nee. Das sind so USA-Hinterhofschlägereien. Und dann fange ich da an, guck mir die erste, aber so im Ring, aber so im. Die klauen unsere Jobs mäßig. Ja, kennst du die von South Park? Die kloppen sich da und zack, 4 Stunden vorbei. Okay. Ja. Kennst du das Feature von TikTok? Das nur zum Netz, du kannst Offline-Videos runterladen fürs Flugzeug. Nee. 200 ich will's Stück. Auch, ich will es auch ich nicht sag, kennen. Game Changer. Ja, genau. Aber ich muss sagen, der Stuck gefällt mir sehr schön. Ja, ist original noch. Ne? Das Haus aus 1667. Schon wow. Schon älter. Ja. Und das haben wir auch alles so gelassen. Hat es eine geile Geschichte irgendwie? So dass der Baron von Napoleon. Ja, es gibt hier ein Schloss, Schloss Dück. Und davon soll das hier das Winterhaus gewesen sein. Jetzt kommen wir in einen Raum. Als ich hier das erste Mal reinkam, dich besuchen, ja, ist die Sympathie gleich noch 1000-mal mehr hochgegangen, ja, weil du ein versteckter Nerd bist. Ich habe schon sehr viel so, ja, Sachen, die ich sammle und Star Wars ist auf jeden Fall meine Leidenschaft. Du machst auch Parfüms? Ja, klar, Parfüms. Oh nein, ist das echt Silber? Das. Nein! Nein, ich habe mir. Nein, ist das schwer! Das ist nur 15 Kilo, ne? Also. Ich habe von meinem ersten Wer wird Millionär-Geld mir ja Gold und Silber gekauft. Ja. Als ich gesehen habe, du machst Edelmetalle, habe ich dir auch direkt geschrieben, weil ich. Das hat 15 Kilo. Was viele nicht wissen, Silber hat ja auch desinfizierende. Ja, hat kann man. Ich damit meinen Körper einmal. Das sind. Wow! Das habe ich noch nie gesehen. Sowas hast du? Ich habe das dahingestellt. Es sieht so unreal eigentlich aus. Ja. Ne? Ich dachte auch, da ist jetzt Schokolade drin. Ey, wie geil ist das denn? Ja. Ich hatte immer mal die Idee, das so als Türstopper zu benutzen. Aber dann habe ich das mal ausprobiert. Das war zu unkomfortabel. Dann habe ich es dahingestellt. Leider stelle ich es dir nicht wieder rein, weil ich Angst habe, ich mach was kaputt. So, du hast mittlerweile ganz viele Parfüme, schickst immer PR-Pakete raus, ich bin da bloß nicht drin. Ja, okay. Ja. Nein, so viel schicken wir wirklich nicht raus. Also. Ich habe dich erst wieder bei der Baller League mit 30 Tüten so ankommen sehen. Sascha hat die gekauft. Hat Sascha die wirklich bezahlt? Ja, wirklich, real talk. Welcher YouTuber ist ein guter Kunde? Nicht der Beste, aber ein guter Kunde. Also natürlich, also Sascha ist ein guter Kunde, Marcel ist noch ein besserer Kunde. Okay. Ja, aber eigentlich alle kaufen bei mir. Also alle Männer, die Interesse an den Produkten haben, alle kaufen. Egal, also wirklich, manche kaufen mehr, manche kaufen weniger, aber jeder aus allen Bereichen. Bei Frauen ist es ein bisschen weniger, muss ich sagen, ja, aber auch da habe ich auch schon an viele verkauft. Also jeder, der irgendwie so damit in den Kontakt kommt, der kommt eigentlich dann zu mir. Was hatten die eigentlich an Werten so für mich jetzt einmal? Der liegt aktuell, glaube ich, bei 13,5. Man muss sagen, dafür kann man auch eine Pokémon-Karte kaufen. Weil kann das man ist auch. Dann wieder gruselig. Ja. Das ist wieder gruselig. So, zeig mir doch mal deinen Lieblingsduft bitte einmal. Also, was dir auch trägst du Parfum überhaupt? Ja. Du trägst Parfum. Ja, guck mal, Fortuna Girl mit minimal Gold drin. Auch süß. 1 Gramm, ja. 1 Gramm ist das Beste.
Ein Gramm ist schon hochinteressant, ne? Ja, mir hat mal jemand gesagt, und zwar, wenn wir ehrlich sind, meine Oma, Aaron, wenn du Gold kaufst, nicht eben so ein Barren, weil wenn mal hart auf hart kommt, wie willst du es da rausschneiden? Ja, ja, es ist, die kleine Stückelung ist halt teurer wegen der Fertigungskosten, ja, ne? Also man hat circa bei so einem Plättchen 8 Euro Fertigungskosten, darum ist es dann halt wieder teurer. Aber Parfum, wir steigen mal ein. Ich mache jetzt hier nicht einen auf, ich promote mein eigenes Parfum. Doch, wollen wir einen Gutscheincode machen? Nein. Komm, lass doch mal Aaron. Ich reduziere meinen Düfte nie. Aaron 1%. Komm, lass mal Aaron 1% machen. 1% Rabatt. Ja, okay. Ich habe noch nie meinen Ja, guck, deswegen freue ich mich jetzt. Aaron 1%. Okay. Wir können hier zum Beispiel, das ist ein neuer Release, Purple Flamingo. Der ist so ein Boutique-Exclusive. Boutique-Exclusive bedeutet, gibt's nur? Bei uns im Laden. Ah, okay. Und der hier hat halt diese frische Wäsche. Also Orange Flamingo ist unser Top-Seller. Oh, sehr gut. Ja, ne? Ui, ich frage mich, du hast ja mit Uhren angefangen, Cologne Watch, kenne ich dich ja noch als Gesicht, nicht Inhaber, muss man ja einmal sagen. Mois war da mit einem Schubkarre voll Geld. Das war übrigens die schlechteste Entscheidung meines Lebens bis jetzt, wirklich. Warum? Weil dadurch sind sehr viele Probleme gekommen. Geldwäsche? Ja. Wirklich? Ja, ja. Gucken die dann nicht das Video und denken sich, ja, okay, war nett? Das haben sie auch gemacht, aber als erstes Mal, also guck mal, wir haben diese Schubkarre genommen, also erstmal. Wo kriegt man so viele Münzen her? Sage ich dir, unser Freund, also ich habe den ich eben auch, den guten Niklas, ja? Der kannte einen Spielhallen, eine Spielhallenperson. Okay. So, das war alles abgepackt. Ja. Und er wollte das zur Bank bringen. Und da haben wir gesagt, okay, können wir das, weil wir haben die Entsorgung, wir haben auch angefragt gehabt bei jemand anderem, das war super teuer. Und dann hat er gesagt, nee, können wir tauschen. So, und das waren 40.000 Euro in 1 und 2 Euro Stück. Ja. So, dann haben wir das gemacht, das Video war fertig und natürlich sagt der immer, ich will das auch nicht wieder zurückhaben. Niklas, guter Typ. So, dann gehen wir jetzt rüber zur Bundesbank, weil ich habe da gelesen, man darf das umsonst abgeben. Ja. Wir geben da, und das haben wir auch auf Video aufgenommen, wir gehen da rein mit der Schubkarre, stellen das da ab und so weiter und dann fing es an. Ja, okay, und wir machen auch jetzt gleich zu und bla bla. Und dann, ja, wer sind Sie? Und ich so, ja, ich bin von Cologne Watch. Ja, zeigen Sie den Personalausweis. Hab ich gesagt, nö, ich zeig meinen Personalausweis nicht. Das war so dumm. Ja, wirklich. Das war so dumm. Es ist wie, wenn die Polizei dich anhält, so, ich habe Rechte, nein. Das war so dumm. Und dann habe ich meinen Ausweis gezeigt und so weiter. Dann wurde das Geld beschlagnahmt und dann kam eine Prüfung. Dann kam dies, dann kam ein Verdacht auf Geldwäsche. Geldwäsche wurde nach einer Woche eingestellt. Ja. Aber halt, ich habe dann privat eine Prüfung bekommen. Und alles. Einfach nur für, ich zeig meinen Perso nicht. Ja. Aber du hast einen Mann gestanden, sag ich dir. Das war die dümmste Aktion überhaupt. Und ich hatte davon gar nichts. Nee. Ich hatte davon null. Und deswegen, da habe ich dich so kennengelernt und dann bist du irgendwann bei Cologne Watch raus und hast dich selbstständig gemacht. Genau, das war dann 2020, direkt bei Corona. Also ja. Der Lockdown kam eine Woche später. Scheiße. Ja, Mann. Da hab ich richtig Panik gehabt. Wie? Wo war die Panik schlimmer? Jetzt wegen dem Umzug, USA, wieder alles auf eine Karte oder in die Selbstständigkeit alles auf eine Karte? Ja, die Selbstständigkeit. Ja? Ja, ja, wir haben jetzt hier ein gut laufendes Geschäft und wir haben auch so ein tolles Team. Und darum muss ich mir darum nicht so viel Sorgen machen. Es ist halt, wir haben jetzt die Planung, wir sind jetzt die Sachen durchgegangen. Es ist halt super viel, was man einfach machen muss. Wir haben kein Packpapier. Es ist halt alles wieder von neu. Aber mein Geschäftsführer, der meinte auch zu mir, guck mal, dafür hast du jetzt Geld. Du hast jetzt ein Team. Wir können dich aus Deutschland unterstützen. Da hat er auch recht. Da hast du recht. Aber aus Deutschland unterstützen ist ja nicht so, dass irgendwie Dortmund, Köln ist, sondern doch ein paar Minuten mehr. Ja, aber halt online, weißt du, dass die helfen bei der Produktpflege, Artikel eingeben und so weiter. Und darum, ich glaube, ja, ich manövriere mich immer in solche Situationen, wo ich keinen Rückzieher mehr machen kann. Ja, aber das ist besser so. Und dann, Uhren läuft, hast du gesagt, ich mache Parfüm, weil ich glaube, alleine so ein Invest, ja, für Parfüme, da kannst du nicht, ich nehme erstmal 10 Stück. Nein. Also Parfum, du musst immer Tausenderchargen abnehmen, jetzt bei Eigenprodukten. Bei anderen kannst du natürlich weniger bestellen. Ja. Aber Parfum war grundsätzlich in meinem Businessplan nicht drin. Und wie bist du drauf gekommen? Ein Herbert Stricker, derjenige, der die ganze Distribution für Xerjoff und so weiter hat, hat gesagt, stell doch einfach mal online, guck mal, was passiert. So, yo. Da habe ich gesagt, yo, weil früher habe ich bei eBay Restposten verkauft von ihm. Ah. Ja, und da, ich wusste damals, wenn du einen krassen Preis machst, geht's weg. Werden die Leute kaufen. Bei dem Parfum muss man halt regulär verkaufen. Darum habe ich gesagt, der wäre es regulär und so weiter. Und dann haben wir einfach angefangen. Wir waren schon so mit einer der Ersten, der so dieses krasse Nischenparfum. Wir haben teilweise, ich zeig dir jetzt mal was. Hier haben wir zum Beispiel einen Duft, ja, das ist reines Oud, okay? Oud aus Laos. So, und was bedeutet Oud aus Laos? Ich bin da ja gar nicht drin. Ich finde einfach geil, dass hier neben drin noch eine Ente steht.
Kennst du die Ente? Nee, also ist Lufthansa-Ente, oder wie? Ja. Also erkenne ich. First Class Terminal. Du, ich fliege jetzt in die USA, haben wir ja drüber geredet. Ja. Holzklasse, so günstig wie es geht. Aber doch nicht. Doch, Aaron, weil bitte, ich bin hier, es ist, sorry. Aber da muss ich auch eine Sache sagen, es gibt auch ein paar Uhrenhändler, da muss ich sagen, du bist ein richtiger Mann. Ich bin kein Mann dafür. Nein, aber ich denke mir so, für 6 Stunden oder 10 Stunden besser sitzen, 1000 Euro mehr. Weißt du, wie viel Schritt mich im Kiosk hätte da früher verkaufen müssen? Du hast recht, du hast wirklich recht. Oder mein Bauarbeiter Gunther, der, wenn er da eine Wohnung saniert, 1000 Euro ist so ein Viertel Badfliesen. Du hast vollkommen recht. Du bist einfach reich. Das stimmt nicht. Es ist... Oh, der Ui, Ui, Ui. Ui. Das ist, also Oud ist ein Holz, der knallt schon rein. Ne? Aber ich rieche das Holz raus, weißt du? Also diese... Aber das ist schon, der erste Geruch ist, kennst du? Kuhstall. Ja, Kuhstall. Kuhstall sagen jetzt die aus dem Dorf. Ich als Stadtkind sage, kennst du diese eine Pampers von 100, die einfach alles zerflext vom Kind oder nicht, Neffe? Diese eine, wo es so rausläuft. So riecht's. Nein. Doch, so riecht's. Es riecht ganz ein bisschen nach Kacki, finde ich. Das auf der Haut entwickelt sich das anders. Hier, sollen wir mal original was anzünden? Wie anzünden? Also das Originale, also das, was du jetzt gerochen hast, ist ja quasi das, was extrahiert wurde, das Oud. Und das hier ist so das reine Holz, ne? Das ist das Holz. Wie kriegt man aus diesem Holz eine Flüssigkeit? Das wird gekocht in so einem Kupferkessel und dann wird das da extrahiert. Habe ich auch mal ein YouTube-Video drüber gedreht. Ich habe gestern Baller League moderiert, habe ich auch gesehen bei Max Kruse, der sich vor dem Spiel eine Shisha macht. Auf was für ein Elternhaus kommt ihr? Also wir kommen aus einem guten Elternhaus. Ich war immer schon sehr ruhig. Ja? Ja, ja. Ich war immer schon ein sehr ruhiger Typ. Und finanziell? Also finanziell ging es uns schon immer relativ gut. Mein Vater ist halt sehr strikt und streng. Okay. Und darum, also ich habe jetzt keine Unterstützung in meinem weiteren Leben, nachdem ich mein Studium... Man denkt immer so, wenn man gute, vermögende Eltern hat, dass sie sagen, hier... Rich Kid auf Insta? Ich warte heute noch drauf. Papa, wenn du das siehst, ne? Überweis immer gerne Geld. Guck, und jetzt? Oh, nee, da jetzt riecht es aber sehr gut. Ja, ne? Das riecht sowas, nach sehr teurem Holz. Ja, und sowas, da kommt jetzt gleich noch halt, kommt was noch raus, ne? Und dann sieht man es so ein bisschen blubbern. Und das ist, kann auch sehr teuer sein, ne? So ein paar Woodchips können auch dann mal schnell 500, 600 Euro kosten. Sowas? Mhm. Je nachdem, wie alt der Baum ist, ne? Wenn er 200 Jahre alt ist oder so, dann gewesen ist, ja. Okay, jetzt haben wir hier Münzen. Genau, wir haben halt normale Anlageprodukte, die du auch so kennst, ne? Normal, was so langweilig ist, so ein paar Goldbarren und so ein Kram, Silberbarren. Mir hat mal jemand gesagt, dass eben diese Barren immer noch sehr beliebt, läuft auch immer besser, weil die Menschen ja mittlerweile auch klein... Du hast einen eigenen Silbertaler? Ja, mit dem Land Tschad zusammen. Da haben die mir... Also muss man Freigabe von dem Staat bitten und die haben gesagt, das machen die. Hier sind auch die Prägeköpfe. Wie viel gibt es davon? Wir haben insgesamt 1000 Stück gemacht. Was kostet eins? Unterschiedlich, es gibt verschiedene Versionen. Also der Einstiegspreis war 60, dadurch, dass die alles sold out sind, sind die jetzt auf 200 Euro hoch. Okay. Aber sonst ja, im Schnitt 150 bis 200 Euro. Hast du davon noch welche da? Ich glaube ein, zwei sind noch da. Spannend, drehen wir nach dem Video. Das ist dieses Werkzeug, wenn man auch irgendwie Produkte herstellt, wo sagen, alleine die Herstellung davon 5000. Das ist einer der der teuersten Teile, ja. Geil. Ja, und der Umrechnungskurs, es sind, glaube ich, also da steht auch drin 5 Franken, France oder so, vom Tschad. Umgerechnet ist die Währung, ich glaube, es sind 4 Euro oder so, aber der Silberwert ist natürlich höher. Ne? Ich finde das. Ach, ich könnte damit in die Notenbank. In diesem Land gehen mit einer Schubkarte. Ja. Und könntest du einzahlen. Nein! Ja, ja. Das ist ja. Sonst ist ja nur eine Medaille. Ja. Hat auch steuerliche Gründe beim Verkauf. Man verliert die Steuer nicht. Ne? Darum ist ein Münzbarren oder generell Münzen sind interessanter. Sowas zum Beispiel kauft man sich nur, wenn man sich absichern will, halt, wenn irgendwann mal die Welt untergeht. Ja. Weißt du? Weil wenn du das wieder verkaufst, verlierst du immer Mehrwertsteuer. Es ist ja auch so ein bisschen Oval Office-Tisch. Sitzt du hier wirklich und arbeitest oder ist das nur Requisite? Also das ist mein Platz. Wirklich? Ja, ja. So wirst du ihn vermissen? Auf jeden Fall.
Sorry, bist du auch so im Büro? Also bei uns im Büro sitzen wir ja alle im Großraumbüro, ich habe einen Platz. Und wenn ich mal nicht da bin, reg ich mich auf, wenn einer gesessen hat. Ich sag's bloß. Das bin ich nicht. So, wenn also, meine Maus anders hingestellt wurde. Da bin ich ganz eigen. Wenn da jemand, wenn hier irgendwer dran, ich sehe, dass nur etwas verstellt wurde, da bin ich ganz eigen. Sorry, dass ich im Büro. Nein, das ist okay, wenn ich dabei bin. Okay. Aber danach, weißt du, wenn ich so zum Beispiel sehe, weißt du, was mich am meisten aufregt? Zum Beispiel, sagen wir mal einfach so. Bruder, was ist das? Was ist das? Ich verstehe aber das nicht. Das Problem habe ich im Kiosk auch gerade. Ich bin ja der Meinung, der Red Bull-Kühlschrank, der Effekt-Kühlschrank, das Logo muss nach vorne. Ich habe das gesehen, Aaron, ich habe dich so gefühlt. Er sagt so, guck mal, alles muss immer voll sein. Ja. So, ne? Es muss einfach voll sein. Auch wenn ihr es hinten habt, ist mir egal. Es muss alles voll sein. Ich weiß das zu 100%. Aber mein Pächter damals hat mir beigebracht, alles, was im Laden ist, kannst du verkaufen. Ja. Es muss voll sein. Und wenn du da nur 3 Maß hast, kauft der Marc nur 3. Hättest du 100 da und Marc hat ein wildes Wochenende vor sich, nimmt der alle 100 mit. True. Hier kommen wir jetzt zu Uhren. Ich habe keine Ahnung von Uhren. Nee? Absolut gar nicht. So, guck mal, ich zeig dir mal meinen Schatz. Nimm mal ab. Das ist mein Ring. Guck mal. Da kann ich jetzt flexen. Also, dieser Ring ist vom Schmied aus Neuseeland, der für Herr der Ringe auch die Ringe gemacht hat. Nein. Ja. Boah. Da habe ich gelernt, dass man bei DHL Mehrwertsteuer zahlen muss. Aber auf Gold nicht normalerweise. Musst du Import-Tax zahlen? Ach, wegen Schmuck, ja. Ah, der hätte das als Goldticket. Okay. Der Penner. Ja. Muss ich ihm mal schreiben. Ja, Uhren hast du dich noch nie mit beschäftigt. Nee. Das ist so ein Trend, der war halt sehr, sehr krass. Und das ist jetzt dann wieder ein bisschen runtergegangen. Ging es bei dir auch runter? Ja, klar. Also vom wir haben halt mehr Tickets jetzt, ne? Wir haben jetzt viel mehr Bestellungen. Der Umsatz ist nicht runtergegangen, aber die Bestellrate oder der Durchschnittswarenkorb ist halt runtergegangen. Ne? Gut, verkraftet man. Jetzt muss ich trotzdem nochmal zurückspringen. Cologne Watch, du hast gesagt, ich bin raus. Mhm. So, gutes Elternhaus, ja, hast nichts gekriegt, deswegen hast du irgendwie ein paar Euro gespart, gell? Ich habe immer alles in Uhren gesteckt. Ich hatte drei oder vier Uhren hatte ich privat. Ja. Ein paar Omegas und eine Patek und eine Rolex und dann habe ich einen Businessplan geschrieben und dann hat mich die KfW unterstützt. Nein! Hat zwar ewig gedauert, aber mein Trick oder warum es alles so funktioniert hat, war halt Corona. Weil ich hatte damals bei einem anderen großen Uhrenverkäufer, die waren im Internet, haben halt Uhren, hatten einen großen Warenbestand an teuren Uhren, ja, und die haben den nicht losbekommen. Und gerade in der Zeit, das wirst du vielleicht auch noch dich erinnern, während Corona, auf einmal, so nach einem Monat, gab es so einen Switch und alle Leute in Social Media, da ging es richtig rund. Ja. Da ging es richtig rund. Und in der Zeit wollten natürlich alle Uhren kaufen. Und dann hatte ich die Uhren und die Jungs haben mir immer ein Zahlungsziel von über einem Monat gegeben, was ich auch noch ein bisschen strecken konnte. Das heißt, okay, ich hatte quasi einen Gratiskredit. Zur Höchstphase, ich glaube, die höchste offene Position war 1 Million Euro, die ich denen schuldete an verkauften Uhren. Standen auch so irgendwelche Leute mit so Nussknackern vor der Tür, oder? Nein. Also, wenn, dann standen die nur auf meiner Seite, okay, aber nicht umgekehrt. Nee. Aber es ist ja sehr nett von der Firma gewesen, dass sie dir so ein langes Zahlungsziel... Das war durch eine einzigartige Kombination, weil natürlich das B2B-Department, ja, wollte verkaufen, weil die natürlich dafür Provision... Und, ja. So. Und darum haben die natürlich auch mit mir immer getrickst und so, damit das alles keinem auffällt. Ich habe alles bezahlt und so, aber das war natürlich immer so, bei dem Monatsmeeting war immer so, wie viel hat der Marc offen? Ja, wir sind aktuell bei 500, aber der überweist bald. Was sind die 2 größten Lügen der Menschheit? Ich habe schon überwiesen und ich liebe dich. Oh mein Gott, ja, ich habe schon überwiesen. Ey, das ist echt, ich habe schon überwiesen, ist krass. Sofort Überweisung, nee, ist nicht da, doch, habe ich gemacht. Nein, ich guck, F5, es ist nicht da, doch, haben wir gemacht. Ich gönne dir alles vom Herzen, weil du dich vom Angestellten in die Selbstständigkeit und irgendwie, es wirkt immer alles so einfach bei dir und es funktioniert und so, dieser ganze Stress mit überhaupt erstmal Geld haben, um sich teure Sachen zu kaufen, dann wieder investieren, alles drumherum. Dann muss man ja auch sagen, du wirst Gewinne erwirtschaftet haben. Ja. So, nach 2 Jahren kommt das Finanzamt und will eine Vorauszahlung haben. Ja. Du hast aber schon Q3, also wollen sie direkt richtig viel. Und das alles, hast du mal gestruggelt oder war immer alles solide? Oder gab es auch mal schon Sachen, mein Highlight war, Stefan Pütz hat immer gesagt, er war irgendwie GMC-Champion, aber ist mit Fahrgelegenheit zum Kampf gefahren, weil er gerade nichts hatte. Doch, wir waren schon ordentlich am Struggeln. Das ist natürlich auch so, was du auch eben sagtest, du kannst nur das verkaufen, was du hast oder was du zeigst. Und ich neige dazu, das werden alle meine Mitarbeiter auch unterschreiben, ich neige dazu, sehr viel Ware zu kaufen, sehr viel. Und auch Risikosachen. Und da musst du natürlich auch viele Leute dann bezahlen, das Thema, was wir von gerade hatten. Und manchmal muss man dann halt strecken und dies und das. Und da kann es schon mal sehr eng werden.
Das ist, ich zum Beispiel privat, das mag man ja gar nicht glauben, privat, ich konsumiere auch nicht so. Alles, was ich mache, ich lebe in der Firma. So. Okay. Und ich habe keine privaten Ausgaben, aber durch diese Uhren und so weiter, ich sag dir, das wird, also da kommst du manchmal echt in Bedouille. Zum Beispiel jetzt, wir haben momentan viel Geld beiseite, auch wegen der Steuer beispielsweise. Und dann ist es schon so, dann denke ich mir so, Alter, du kannst doch alles kaufen eigentlich. Du kannst doch jede Uhr kaufen. Und da muss man auch manchmal sagen, ey, bleib mal auf dem Teppich. Gestern hatten wir so einen Termin, hat die Buchhaltung auch zu mir gesagt, guck mal, Marc, ja, das Geld ist da, aber mach mal bitte ein bisschen, ne? Kauf mal nicht so viel Ware. Es ist so witzig, ich fühle das gerade in viel, viel kleineren mit Sammelkarten im Kiosk. Wenn Nicole sagt, du Aaron, da ist schon wieder eine Tops-Rechnung gekommen, über 5.000. Ja. Und es ist ja Kioskgeld, das ist ja nicht meins als Aaron, ja, sondern der Kiosk hat nun mal begrenzt Geld. Ach so, ja, stimmt. Ja, kacke, okay, was machen wir? Scheiße. Ja, aber das verkaufen wir, das war ein guter Deal. Ja, immer verkaufen, ist wirklich, die Produkte gehen ja auch weg. Aber kommen wir mal zu den schönen Uhren hier. Ja. Normalerweise, ich sag mal so, diese Rolex-Thematik, ich sehe dich da eigentlich nicht so sehr, oder? Marvin hat eine Dayjust. Ja. So mit den goldenen, ich habe einfach mal überlegt, ob ich mir eine kaufe, um die mal einfach nur zu gucken, habe ich auch. Aber ich würde die nicht umhaben. Ich habe mir letztens ein In-Ear gießen lassen, du moderierst ja auch mal. Mhm. Ich habe eins jetzt direkt für mein Ohr. Ist das ein krasser Unterschied? Ja, es passt perfekt. Dann ist es noch durchgebohrt. Das heißt, ich höre trotzdem, was du sagst. Nice. Und es ist eigentlich für Musiker, der Typ meint auch für Moderation zu viel. Ich so, ich will es haben. Nice. Dann bin ich aber an so einer Türklinke hängen geblieben mit einem abgerissen, jetzt muss ich es zur Reparatur schicken. Weißt du, und deswegen, ich habe eine Rolex und buff, oh scheiße. Deswegen, nee. So, zieh mir erstmal die an. Ich weiß nicht mal, wie man eine Uhr anzieht. Ja, geh einfach so. So? So, warte eine Sekunde, zack. Was ist das? Ich glaube, die kostet so 35 aktuell. 35? Mhm. Okay. Aber die, hoppala, aber das wird dir zum Beispiel gut stehen. Finde ich auch. Die ist mir aber ein bisschen zu groß. Ja, das kann ich ganz schnell anpassen. Ich dachte eigentlich, zeigt der, wie die Krone immer nach oben. Ja, okay. Immer noch. Es gibt auch Left Hand, aber ja, das ist mehr für Linkshänder. Aber so soll das eigentlich sein. Wo trägt man eine Uhr? Da bist du frei. Also die meisten Leute tragen es an der linken Hand. Es gibt aber manche, die sie auch an der rechten Hand tragen. Du bist doch verheiratet, oder? Ja. Ehering? Ist das ist oben. Nee, ist oben. Wo trägst du den Ehering? Mal so, mal so. Ich trage den immer links. Gibt es da auch Regeln? Ja, nee, gibt es nicht. Aber ich bin Rechtshänder. Ja. Und wenn dann so dein Sicherheitsmann ankommt, okay, und einen richtigen Handdruck, das drückt sozusagen. Ja. Guck mal, das ist jetzt so eine Uhr, wenn man schon ein paar Uhren hat, Rolex und so weiter, dann greift man meistens zu Audemars PG. Ja. Sonst Einstieg, was sehr, sehr schön ist, ist eine Omega. Die geht immer, gibt es in unterschiedlichen Preisklassen zwischen 2.000 Euro und in dem Falle, glaube ich, sind wir bei 7.000 Euro. Wie teuer ist die teuerste Omega? Also allgemein? Ja, ich habe einen Kollegen, der ist ganz doller Omega-Fan. Der ist auch immer im Uhrwerk und bastelt. Und ich denke mir so. Naja, also ganz, es gibt so, die haben jetzt eine rausgebracht, Super Sonnerie, also mit die auch ein Schlagwerk ist. Ich glaube, die kostet 500.000 oder so. Oh. Also Omega gibt es auch teuer, aber die sind normalerweise zu Hause in unter 10.000 Euro. So, und die hier? Oh, die sind alle sehr schick. Guck mal, ich wüsste nicht mehr. Aaron, belohn dich doch mal. Belohn dich doch mal. Du hast so gut gearbeitet. Ja, ich weiß, aber weißt du, wie ich belohne? Mal. Wie teuer ist die? Ich glaube 12, 13 so. 12, 13. Okay, das ist jetzt, das 12.000, da sagt mein Kopf, Aaron, das ist eine Sanierung von einer Einraumwohnung. Circa. Ja. Aber jetzt musst du diversifizieren. Boah, guck mal, Alter, der, oh mein Gott, guck mal so, jetzt auf dem Stuhl. So, ihr müsst das einfangen. Fangt das ein, guck mal so. Boah, guck mal. Die Rolli, sie glitzert. Ich achte nicht mal auf sowas. Ich fange jetzt ein bisschen an. Darum geht's ja. Du achtest nicht darauf, aber andere Leute. Du bist ein Verkäufer. Du bist ein Verkäufer. Von so, nee, ich brauche keine Uhr zu, brauche ich vielleicht eine Uhr? Einfach nur für so Meetings hinsetzen? Genau. Ja. Das ist eigentlich so, also ich sag mal so, bei so einer Dayjust, das ist so täglich Brot, ob du es hast oder nicht, im Sinne von, du kannst sie auch morgen wieder verkaufen. Wenn man eine gebrauchte Uhr holt, in einem guten Zustand, die hält den Wert. Selbst jetzt, wo die Uhrenpreise gefallen sind, ist die Dayjust relativ konstant geblieben. Ist es eine Dayjust? Ja. Da steht da drauf. Jetzt ist 41. Jetzt ist meine, wie viel ist die wert? 12.000, 13.000 Euro. Okay, jetzt ist das schon meine und ich würde sagen, Marc, Vorsteuer kommt, ich muss die verkaufen. Ja. Für wie viel würdest du mir denn anbieten? Du bist ja Geschäftsmann. Bei dieser Art von Uhr haben wir immer eine feste Marge von 10%. Also 1, 2. Jetzt muss man überlegen, 1.200 ist eine Menge Gewinn. Ja. Aber wie viel brauchst du im Monat, um, wir sind noch gar nicht so weit gekommen, um einmal alles zu bezahlen mit Mitarbeitern, circa? Ach so, was so unser monatlicher, ja, Overhead ist. Ich glaube, wir sind noch knapp unter 200.
Unter 200, das habe ich nur sonst bei einer Influencerin gehört, von Sally. Okay. Die ist ja auch so. Unter 200, das heißt, du musst ja 200 von den Uhren verkaufen, um das überhaupt die Nullnummer ist, dass du entspannt lebst. Ja, aber wir haben ja auch andere Produkte, beispielsweise zum Omega. Ja, Omega, ja? Da machen wir denselben Gewinn. Also in Euros. Ja. Also, weil wir haben da einen guten Supplier und so weiter. Bei Omega verdienen wir auch im Schnitt, sagen wir mal, 600, 700 Euro pro Uhr. Und dann, das kommt dann schon, und auch natürlich durch Parfum, ne? Du darfst nicht vergessen, wir haben pro Tag circa 200 Bestellungen. Boah, ich würde dich so gerne in Berlin in meinem Kiosk haben. Weil das ist geil, wenn wir im Kiosk verkaufen, mal schicken wir es über unsere DHL-Station. Oh mein Gott, das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht, weil hier sind die Fahrer so immer so, die haben nicht so viel Bock und so weiter. Haben sie nie. Stell mir vor, 200 Pakete jeden Tag so. Ganz ehrlich, würde ich Jan oder ich persönlich vorbeigehen. Ich würde mir eine V-Klasse, so mit Hänger, ja. Ich würde, weil pro Paket sind 40 Cent bis 50 Cent. So mal 200 sind... Zum Beispiel, wenn wir irgendein Special machen oder sowas, so, ne, dann 3000 Bestellungen am Wochenende. Ich muss mal überlegen, das sind 1500 Euro für so einen kleinen Kiosk. Krass. Eigentlich musst du sagen, so fährst du zum nächsten Kiosk und sagst, so Dicky, kommst jetzt hier zweimal am Tag. Die haben uns weggeschickt. Wie kann man... Das verstehe ich geschäftlich. Die haben uns weggeschickt, doch. Die haben uns weggeschickt. Wir hatten hier lokal so einen Kiosk, ne? Und die haben gesagt, die nehmen es nicht mehr an, mussten wir wieder abholen. Was ist mit den Leuten los? Das sind 50 Cent. Bei 5 Cent ist heftig viel Geld. Ja, circa, plus minus, ich bin da nicht mehr so drin. Aber bei 3 sind 1500 Euro, da zahlt er da drüben seine Miete im Monat, um dass er das maximal 48 Stunden irgendwo hinstellt. Ja, heftig. Notfalls, ganz ehrlich, gebe ich jemandem 500 Euro, stelle es auf die Straße, sag, du stehst jetzt bitte den ganzen Tag daneben, dass keiner klaut. Hast du trotzdem Tausender? Ja, ja. Was ist die teuerste Uhr hier? Die teuerste Uhr ist jetzt die AP. Wir lagern hier vor Ort keine Uhren, darum haben wir nicht so viele Sachen, aber die AP ist die teuerste. Was ist denn das wert? Weil ich achte ja auf Handgelenke. Das sind Lab-Grown Diamonds. Also die sind jetzt aus dem Labor. Ah, okay. Wenn es original wäre, dann unbezahlbar sind wir bei 1,5 Millionen Euro. So. Und so? So liegen wir, glaube ich, bei 30. Du hast 30.000 Euro an der Hand. Das ist Schmuck. Ja, es ist auch schön. Die Reaktion, ich würde dir dafür, könnte ich zwei Wohnungen in Berlin dafür... Das sind 6 Geräte. 6 Geräte Baguette. Das ist einiges, ey. Ich bin Kioskbesitzer, der früher Backshop hat. Da war Baguette was ganz anderes. 1,20 okay. Euro für 39 Cent eingekauft bei Delibug, kann ich dir sagen. Aber verrückt. Ich finde das super toll und spannend. Guck mal, es gibt sogar Flash. Ich bin aber mehr Marvel. Ja, haben wir auch mal gekauft. Marvel haben wir aber jetzt nicht hier. Wie oft klingelt am Tag dein Handy mit unseriösen Angeboten? Gar nicht. Also meine Telefonnummer haben wirklich wenige Leute. Ich hab sie. Ja, also auch, was man dazu sagen muss, wir sind ja bargeldlos. Ja, ist das ein großer Nachteil. Nein. Der Umsatz könnte viel, viel höher sein. Und darum kriegen wir nicht so viele Nachrichten. Bargeld ist so dieses, jeder bei uns im Laden, was teilweise abgeht, immer, ich bekomme teilweise mit, die sagen den Mitarbeitern, das macht keiner, die sagen den Mitarbeitern, guck mal, ich gebe dir jetzt die 200 Euro für das Parfum, bitte nimm deine EC-Karte. Das geht natürlich auf gar keinen Fall und das machen wir nie, aber wie krank ist das denn bitte? Das Komische, ich habe letztens einen Kiosk, weil bei unserem alten Postterminal konntest du mit Girocard bezahlen. Ja. Sorry. Und wenn dann jemand, ich habe nur eine Dingsbums, habe ich den Mitarbeitern gesagt, komm, bezahl bitte mit deiner Giro und steck dir das Bargeld denn und dann ist das eine Nullnummer. Also das gibt's bei uns nicht, ja. Bei dir ist was anderes, bei uns ist direkt Geldwäsche, weißt du, was ich meine? Ja, das kann, ja, bei uns, wir machen es doch nicht. So, ey, komm, DHL-Paket 5,99. Nein, Amex. Das ist was anderes, aber bei uns zum Beispiel bei Uhren oder sowas, ne? So, wir haben uns damals entschieden, komplett auf Bargeld zu verzichten. Und jetzt natürlich durch die ganzen Jahresabschlüsse ist es viel einfacher für uns. Das stimmt, buchhalterisch super. Ja, ja. Okay, dann zeig mir gern noch den Rest. Das wird ein Zweiteiler, das ist schon mal gut, weil jetzt machen wir hier einfach Ende Gelände, Marc. Okay. Und nächste Woche kommt noch ein Video. Ja. Und da... Zeigen wir meinen Kleiderschrank auf. Ja, ich als Herrnausstatter, das wird gut. Also schaltet nächste Woche wieder ein. Ja. Warum hast du den nicht hier? Hol ich jetzt. Der kommt jetzt gleich an die Wand hier. Okay. Schön. Was ist hier drin? Meine Klamotten. Ola Kala? Viel? Hey, also ich krieg ja nie Pakete. Ich schwöre es dir, jedes Piece ist hier von Ola Kala. Wie viele Pieces habt ihr bis jetzt verkauft?